So, gleich geht's zum Sonntagstraining mit dem Gamel. Ich habe ja hier diese Schokolade, die seit 2010 abgelaufen ist. Da werde ich mir jetzt einen schönen Mix. 2013. Okay, 2012 und 2010. Die werde ich jetzt alle auspacken. Also, das war die erste hier. Okay, dann probiere ich das nämlich mal, den Gamel irgendwie unterzujubeln. Aber ich glaube nicht, dass er das essen wird. Ansonsten werde ich davon mal probieren. Ich werde es jetzt auf jeden Fall alles einschmelzen. Eigentlich kann ich das auch alles im Backofen hauen. Das wäre natürlich viel besser. Aber na gut. So. Alles hier reinhauen und ja, die gibt es auch noch mehr. Jo, Alter, das sieht man aber auch überhaupt. Die sind eigentlich noch so lecker aus. Hier sind inzwischen schwarze Punkte, aber das kann nur was anderes bedeuten. Naja, gucken, was es draußen springt. Ja, ich habe zu viel geraucht. Ich. Nehme immer wieder vor, es mit dem Rauch mal ein bisschen zu reduzieren, aber Alter, nee. Meine Lunge, die fängt dann halt an, richtig zu schreien. Ich fange dann quasi an zu schreien, wenn meine Lunge zu wenig Rauch bekommt. Deswegen bin ich meiner Sucht hoffnungslos unterlegen. Ja, ansonsten bin ich ja in der kompletten Verwahrlosung. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Ich habe einfach nur noch Bock zu vergammeln und zu verwahrlosen. Besonders an einem Sonntag. Naja, das ist einfach der Lifestyle. Ich meine, warum sollte ich nie verwahrlosen? Ich könnte mir auch Mühe geben, um meine Träume und Ziele zu verwirklichen. Aber irgendwie stelle ich mir nichts Geileres vor, als endgültig verwahrlost und vergammelt zu sein. So, das wäre dann das Endprodukt. Gut. Das können wir eigentlich gleich alles hier. So. Okay, gut. Das würde ich jetzt mal schnell in den Frost hauen, damit das auch so ein richtig schönes Schokoladenplätzchen wird. Also so ein Cookie. Und dann schauen wir mal, wie der Gamel reagieren wird. So, Gamel, ich wünsche dir erstmal einen schönen Sonntag. Und bevor wir zum Training gehen, habe ich ein schönes Pre-Workout. Ja, setz schon mal hin. So, es ist ein bisschen Schokolade. Die habe ich zusammengeschmolzen. Und ja, da können wir beide mal ein Stück probieren. Was? Ich probiere davon gar nichts. Was? Ich probiere davon gar nichts. Warum? Ich kenne deine Küche. Ich kenne deine Fanpost. Also Löffel oder. Gabel. Nur Das. ein Nein! Bissen. Nur ein Bissen. Nein! Komm, ich probiere Nein, das. du kannst es schon probieren, aber Na, ich werde warte. dieses Teil nicht probieren. Halt mal fest, ich habe es ein bisschen eingefroren, damit Ich das hab's doch, jetzt ich so. halte es doch fest. So. Es sieht auch nicht gesund aus. Es ist gesund. Das schmeckt geil. Ich habe das selbst zu uns gemacht. So als Pre-Workout. Du musst ja nur ein Bissen nehmen. Ich hab's ja gerade auch gegessen, schmeckt geil. Gamel. Gamel. Junge, der Gamel einfach eben. Da dreh ich doch um, jawohl. Was ist denn das eigentlich für eine Versammlung und warum saufen die einfach zum Sonntag? Rotkäppchen. Während ich hier versuche, doch nicht so ganz zu verwahrlosen. Ich verstehe es nicht.
ist immer noch süß. Kennst du solche Leute, die ins Fitnessstudio gehen und ganz halt nur mit dem Handy rumrennen und filmen? So, jetzt geht's aber los hier. Mit Orca. Quokka. Ein wunderschönes Fleckchen. Einen schönen guten Sonntag, einen schönen guten Quokka-Sonntag. Ich melde mich wegen Ihrer Quokka-Anzeige. Rüstiger Rentner bietet Hilfe im Haushalt an. Ja, ist richtig. Ja, was haben Sie denn anzubieten für Fähigkeiten? Was ich anzubieten habe, ich bin gelernter Maurer-Pizza. Mache auch Macharbeit. Ja. Und sonst halt, was so anfällt, Bäume umfällen oder andere. Also haben Sie schon ein bisschen Kraft, weil mir gefällt das Verb rüstig schon sehr gut, das Adjektiv rüstig sehr gut. Was? Mir gefällt Ihre Eigenbeschreibung in Sachen rüstig. Ja, ich mache auch eine Haushaltsauflösung, also nebenher. Ja, das passt also, alles. Ich bin belastbar. Belastbar, ja, das ist sehr gut, denn ich trommel momentan. Also es kommt ja ein harter Winter auf uns zu und es kann sein, dass es irgendwann zum Bürgerkrieg kommt. Da will ich mir eine Armee von Rentnern auf jeden Fall zusammentrommeln und da brauche ich schon stabile Rentner. Deswegen die Frage, sind Sie bereit zu kämpfen für mich? Ja gut, ich melde mich freiwillig, da brauche ich keine Arbeit machen. Ich laufe übers Minenfeld und gucke, dass ich die Minen vernichte. ich habe sie jetzt schon lieb. Naja. Ich hab sie jetzt schon gern. Ich werde sie zu meinen persönlichen Rentner-Sarbschen rekrutieren. Ah ja, logisch. Der Staat gibt ja jetzt den Freischuss für uns. Also jetzt als Rentner, wenn ein Auto mich einer umkehrt mit dem Auto, dann gibt es 100 Euro Prämie, dass der Staat wieder mitfahren. Warten Sie, hier kommt gerade die Straßenbahn. Die soll sich mal gewaltig schicken, weil sie hier gerade ein Gespräch unterbricht. Naja. Nee, es erfreut mich zumindest zu erfahren, dass es noch Rentner gibt, die Humor besitzen und Humor verstehen. Mir geht's doch gut als Rentner. Ich kriege ja kaum Geld vom Staat. Das sind im Monat 350 Euro. Das reicht für alles. Ja, logisch, ne? Ich war 15 Jahre selbstständig und dann kriege ich ja nicht mehr so viel Rente. Ja, ich bin auch selbstständig und ich werde von allen Seiten gefickt. Deswegen bereite ich mich wirklich auf einen harten Winter vor. Das Finanzamt, das kam jetzt an und Alter, die Umsatzsteuererklärung, die hat mich richtig genommen von hinten. Eieiei. Und das wollen die auch sofort haben, also da gibt es kein Pardon. Kein Pardon! Und deswegen, also ich bin gewappnet. Ich werde demnächst mir das Geld irgendwie beschaffen müssen. Ja? Und dazu brauche ich auf jeden Fall eine Rentnerarmee. Das mache ich. Das mache ich. Also da bin ich da erste Woche dran. Geld mache ich mit drei großen Knüppel in der Hand und dann den großen. Ich liebe sie. Dann mache ich die Politiker mal, die noch einen Holzklub haben, weil sie haben alle einen Holzklub. Mein Junior dasselbe. Der hat jetzt ohne Firma, kleine Firma, hat er schlecht verdient, die gehen jetzt auch leider. Die kennen mehr von allen 10 Jahren, das ist leben, weil viele Kunden angesprochen sind. Ja. Ja. Die machen Wintergärten, Markise und sowas, machen die und die ist jetzt in Insolvenz. Jetzt macht der auch schon seit 2 Monaten auf sein Lohn. Naja, wie gesagt, es wird ihnen auf jeden Fall der Boden unter den Füßen weggerissen und ich muss auf jeden Fall die Quokka-Anzeige heute rechtzeitig hochladen. Deswegen würde ich das jetzt erstmal als erfolgreiches und sehr angenehmes Quokka-Gespräch abstempeln. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Ja, wünsche ich Ihnen auch, Alter. Es war sehr schön, mit Ihnen zu telefonieren. Wirklich. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja. Kopfschmerzen sind so belastend. Also nicht die Schmerzen an sich, sondern weil man sich fragt, wann die Scheiße wieder aufhört. Und es hört einfach nicht mehr auf. Dann ist man förmlich gezwungen, sich diesen Medikamentenmüll reinzuschmeißen. Schönen guten Abend, ich melde mich wegen Ihrer Quokka-Anzeige, dem Lederschneider. Ja, da müssten
müssen Sie es ein bisschen später nochmal versuchen oder morgen. Um welches Leder? Also geht es jetzt um das Schneidmesser oder um das Leder? Ich habe Kopfschmerzen, deswegen kann ich mich nicht ganz so gut konzentrieren, wie Sie es jetzt vielleicht von mir erwarten. Ich kann es Ihnen leider gar nicht sagen, weil ich das gar nicht verkaufe. Das macht mein Vater. Ach, Ihr Vater? Hat Ihr Vater schon mal aus jemandem einen... Also, ich habe ja gelesen, es ist zum Gürtelschneiden auch. Also, man kann daraus Gürtel fertigen. Also wird ja sicherlich, denke ich mal, das Leder verkauft. Ich denke mal, jetzt kann ich mich langsam wieder konzentrieren, obwohl die Kopfschmerzen noch da sind. Ich will Ihnen aber selber keine Kopfschmerzen bereiten, deswegen halte ich mich jetzt mal kurz und knapp. Ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen keinerlei Auskunft geben. Okay. Dann eher so eine Frage, wo ich schon denke, dass Sie mir eine vernünftige Antwort geben können. Ihr Vater stellt ja dann bestimmt aus dem Leder auch Gürtel her. Hat er vielleicht mal, ja. Ja, kann er denn aus mir einen Gürtel herstellen, also aus meiner Haut? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe eine Lederhaut. Und die ist schon ein paar Jahre, hat die schon auf dem Buckel. Es ist mittlerweile sehr robustes und zähes Leder. Dafür bin ich jetzt auch jahrelang trainieren gegangen im Cleverfit. Gehörte dieser Fit Family an und so, aber ich habe es dann psychisch nicht mehr ausgehalten. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, ja, quasi den Weg eines stabilen Mannes vorzuschreiten, aber da müsste ich erstmal diese beschissene Haut weg, deswegen weiß ich halt nicht, was mache ich denn jetzt aus meiner Lederhaut, und da würde ich schon gern Gürtel herstellen. Alles klar, wie gesagt, rufen Sie später nochmal an. Jo, darauf können Sie sich verlassen. Tschüss. Ciao. War das ein Furz? Ja, ich hätte ihn eingeatmet. Schönen guten Sonntag. Ich melde mich wegen Ihren uralten Kung-Fu-Heften. Aha. Ja, das sind Sie hier richtig. Waren Sie das eben? Nee, wieso? Mit was? Mit dem, das klang gerade nach einer weiblichen Stimme. Bitte was? Ich verstehe Sie nur so schlecht. Ich habe gerade eine weibliche Stimmlage vernommen. Eine was? Eine weibliche Stimme? Ja. Nee, tut mir leid, ich bin ein Mann und ich bin fast 60. Also, ach, da waren Sie dasselbe? Okay, krass. Alle Achtung. Naja, also kommen wir jetzt mal hier zum Wesentlichen. Und zwar, wie alt sind denn die Kung-Fu-Hefte? Naja, da war ich 9 oder 10 und jetzt werde ich 60, ne? Also 50 okay. Jahre. Okay, also ich bin 29 und ich habe immer noch nicht gelernt, mich auf der Straße zu verteidigen. Da helfen Ihnen diese Hefte aber nicht. Also das sind keine Hefte, die Ihnen irgendwie eine Anleitung für den Kampfsport geben. Sag mal so, Sie sind 60 Jahre alt, ne? Alt, aber das ist die... Das heißt, Sie sind noch kein Rentner. Gerne, aber wenn Sie wirklich einen Kampfsport machen möchten, dann müssen Sie einen Kurs irgendwo belegen. Dann investieren Sie einfach das Geld. Habe ich alles durch. Ich hab 3 Jahre MMA gemacht. Dann habe ich Kempo Karate gemacht, das war eine Mischung aus Kung-Fu und Karate. Ja. Dann habe ich 2 Jahre lang Thai-Boxen gemacht und ich werde immer noch regelmäßig von Rentnern verprügelt. Also hier in Dresden haben wir da ein gewaltiges Problem. Aber da helfen Ihnen wirklich diese Hefte nicht weiter. Das sind Hefte für Sammler, die vielleicht an ihre Jugend erinnert werden dadurch, darum biete ich es halt auch an. Aber wenn sie wirklich sich selbst verteidigen möchten, dann bleibt Ihnen nichts anderes, als wirklich Kurse zu belegen. Das wäre unfair. Das jetzt. Naja, es gibt ja keine Rentnerverteidigungskurse. Es gibt auch keine Kampfsportart, die aktiv gegen Rentner entwickelt ist. Deswegen bin ich hier echt, ist bei mir immer die Kacken in Dampfen. Letzte Woche standen wieder 14 Rentner vor der Tür. Was denken Sie, was hier los ist? Ja, das glaube ich Ihnen schon. Aber da helfen Ihnen die Hefte nicht. Die sind teuer. Das sind Sammlerhefte. Okay. Ach, so ein Scheißdreck. Ja. Wurden Sie schon mal von einem Rentner verkloppt? Ja. Wurden Sie schon mal von einem Rentner so richtig krass zusammengefaltet, von so einem richtig aggressiven alten Knacker? Naja, sagen wir mal so. Wahrscheinlich wird es so sein, dass die
diese alten Knacker sich halt auch nur wehren, ne? Ich denke mir, die verfolgen mich. Die verfolgen mich. Ich werde hier auf der Straße aufgesucht und dann werde ich so zusammengeprügelt mit ihren Gehstöcken. Das können Sie sich nicht vorstellen. Kommen die andere Oma mit ihren Rollatoren und fährt nochmal richtig über mich drüber. Ich habe Dinge durch. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Sie sind noch keine 30, ne? Ich bin 29, ja. Ja, da kann man sich natürlich nicht so wehren wie ein 80-Jähriger, ist schon klar. Ja. Das kommt also ein bisschen komisch vor. Ich wurde malträtiert und gefoltert. Nee, also passen Sie auf, wenn Sie ein Problem damit haben, dass der 80-jährige Rentner mit dem Rollator auf Sie zugeht, dann würde ich den Rentner einfach meiden. Aber das, die Hefte verkaufe ich Ihnen nicht. Okay. Also, Sie machen einen Umweg um jeden Rollator und die Hefte lasse ich bei mir. Einverstanden. Wenn man das wirklich braucht. Okay, machen wir das so? Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Okay, also dann schönen Abend noch. Dann wird das Gleiche. Ciao. Dann wirst du mir helfen müssen. Hallo? Schönen guten Sonntag. Ich melde mich wegen Ihrer... Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, ich melde mich wegen Ihrer Quarka-Anzeige der Hundetransportbox. Ja. Ja, und zwar der Schänder möchte mit uns in eine Schokoladenfabrik und dazu bräuchte er eine Transportbox für mich und Marco. Für was? Für mich und Marco. Wir sind beide ungefähr so groß wie eine Colaflasche. 1 Liter. Und wir freuen uns auf den Besuch. Tja, ihr beiden Schlinge. Wir fahren gar nicht in eine Schokoladenfabrik. Ich habe eine andere Überraschung für euch. Öffne bitte die wahre Schokoladenfabrik. Öffne bitte die wahre Schokoladenfabrik. Das war, sorry. Oh nein! Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. So. Um Gottes Willen, es tut mir leid. So. Jetzt öffne bitte die Schokoladenfabrik. Verabschiedet euch, Zuschauer, und wünscht ihnen noch einen frohen Sinn. Wir wünschen euch einen frohen Sonntag. Wir werden gequengelt. Nein, ihr werdet jetzt einen wundersamen Schokoladengenuss spüren. Okay, ihr werdet es genießen. Ja, ihr werdet es genießen. Das Geile. Mark und Marco. Ja.